Herzlich willkommen bei Lidl. Bald steht der Valentinstag an und vielleicht möchtet ihr euren oder eure Liebste mit einer leckeren Torte überraschen. Da habe ich heute das perfekte Rezept für euch. Eine wunderschöne Herztorte mit Früchten und ihr könnt die wirklich ganz, ganz toll dekorieren. Und das Ganze sieht zwar vielleicht auf den ersten Blick etwas aufwendig aus, ist es aber gar nicht. Wir starten jetzt erstmal mit dem Biskuit. Für den Biskuit verwende ich 4 Eier, eine Prise Salz, etwas Vanilleextrakt, jeweils 100 Gramm Zucker und 100 Gramm Mehl. Da dürft ihr auch gerne mein Backmehl verwenden. Ich liebe Biskuit, weil es wirklich immer überschaubare Zutaten sind, er schnell zubereitet ist und auch schnell im Ofen backt. Jetzt gebt ihr die zimmerwarmen Eier mit Salz, Vanilleextrakt und Zucker in eure Rührschüssel und könnt das Ganze für etwa 5 bis 10 Minuten richtig cremig aufschlagen. Wenn ihr Backmehl verwendet, dann müsst ihr es gar nicht so lange aufschlagen, denn da ist ja Backpulver mit dabei und dann reicht es auch, wenn ihr das noch 5 Minuten rührt. So sieht die Masse jetzt aus. Richtig schön luftig und cremig. Perfekt. Und jetzt braucht ihr die Küchenmaschine nicht mehr, denn das Mehl wird jetzt reingesiebt. Falls ihr das Backmehl verwendet, von mir müsst ihr es nicht sieben, denn das ist schon richtig schön fein. Aber herkömmliches Mehl einfach kurz dazu sieben und wird schön untergehoben. Ich nehme jetzt hier zum Backen eine Herzform. Ich habe eine Herzbackform. Ihr könnt aber auch einfach einen Blechkuchen backen und den später zuschneiden. Das geht natürlich auch. Ihr könnt auch eine andere eckige Form nehmen und dann zuschneiden. Aber falls ihr eine Herzbackform habt, passt sehr perfekt zum Valentinstag. Und das wird jetzt hier eingefüllt, verstrichen und dann im vorgeheizten Ofen gebacken. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich schon mal um die Creme. Dafür verwende ich jeweils 250 Gramm Erdbeeren und Himbeeren, beides aus dem Tiefkühlfach, 100 Gramm Zucker, 40 Gramm Stärke, etwas Tonkapaste, ein Päckchen Speisequark, das sind 250 Gramm, 400 Gramm Schlagsahne und etwas Sanapar zum Steifschlagen. Ich gebe jetzt die Früchte in einen Topf und lasse sie dann schön auftauen. Am besten gebt ihr den Zucker auch direkt dazu und könnt die Masse dann aufkochen lassen. Ich zerdrücke hier einfach die Früchte so ein bisschen und dann kocht das Ganze auch schneller und die Früchte werden schnell weich. Und hier verrührt ihr einfach die Stärke mit ein paar Esslöffeln Wasser, damit sie gleich beim Einrühren nicht klumpt. Und jetzt lasse ich hier die Fruchtfüllung aufkochen und schön eindicken, denn am Ende sollte sie wirklich gut eingedickt sein, damit ich damit dann die Sahnecreme füllen kann. Ich stelle jetzt auch übrigens die Sahne- und Milchprodukte wieder in den Kühlschrank, denn diese Masse hier muss später vollständig ausgekühlt sein. Ihr dürft sie auch gerne durch ein Sieb streichen, damit keine Kerne mehr drin sind. Ihr dürft sie auch gerne pürieren oder passieren, also ganz wie ihr möchtet. Ihr könnt sie aber auch gerne so lassen. Das ist euch überlassen. Die Fruchtmasse ist jetzt schön abgekühlt, also die ist richtig kalt, habe ich auch im Kühlschrank jetzt gelagert. Die kommt hier in die Rührschüssel. Ein Teil davon hebe ich aber auf, denn das kommt dann direkt als Füllung in die Torte. Hier gebe ich jetzt noch Quark dazu. Tonka passt immer perfekt zur Schokolade, zu Früchten. Dann verrühre ich das Ganze jetzt schon mal schön, gieße dann die Sahne langsam dazu und mit Sanapart wird alles steif geschlagen. Perfekt. Wow. Perfekt, 20 Minuten. Oh, wie schön der ist. Hier habe ich jetzt den fertigen Biskuit und guckt ihn euch an, wie schön er geworden ist. Da kann man tatsächlich einfach so die Backfolie wegziehen. Zucker auf der Backfolie ist ein schönes Herz.
Ihr kriegt die Backfolie übrigens immer ganz einfach sauber. Ihr nehmt jetzt eine Teigkarte und zieht das Ganze runter. Dann habt ihr schon mal die Krümelchen weg. Die könnt ihr sogar essen. Müsst ihr nicht wegschmeißen. Und dann könnt ihr sie abwaschen. Jetzt löse ich das hier raus. Und falls ihr jetzt einen Blechkuchen gebacken habt, nehmt ihr euch jetzt am besten ein Blatt Papier, zeichnet eine Herzschablone und schneidet dann zweimal das Herz aus. Oder auch gerne nur einmal, falls es eine einfache Torte sein soll. Jetzt hier vorsichtig rauslösen. Dann halbiere ich das Ganze einmal mit der Tortensäge. Wunderschön. Dann nehmt ihr euch jetzt eine Kuchenplatte, setzt euren ersten Boden auf und dann kann's losgehen mit der Deko. Hier habe ich ja noch die Tortencreme. Die streiche ich einmal da rein und einmal unter den Deckel sozusagen. Biskuit ist der Hammer. Und dann könnt ihr jetzt überlegen, ob ihr Tupfen spritzen wollt oder direkt wie so eine Art Girlande. Das ist jetzt euch überlassen. Und wenn ihr absetzen müsst, dann immer hier unten, weil dann kann man wieder einfach ansetzen, ohne dass man es sieht. Mitte einfach auffüllen. Dann den zweiten Boden aufsetzen und hier wieder schön dekorieren. Und ich muss sagen, das geht einfach so schnell. Ihr seht es schon, ich habe innerhalb von nicht mal einer Minute den kompletten Boden schön dekoriert. Und wenn ihr die Torte nicht doppellagig machen wollt, reicht wirklich auch ein Boden. Dann spritzt ihr einmal auf die Oberfläche und könnt alles schön fertig dekorieren. Und ihr habt eine wunderschöne Motivtorte zu Valentinstag. Gerade so gereicht. Ich war unten ein bisschen zu großzügig mit der Tortencreme, aber es passt, denn ich habe jetzt hier noch Herzchenmix, also Streudekor, und nehme jetzt einfach noch ein paar süße Süßigkeiten, pack die hier drauf, mach die Torte schön fertig. Ihr könnt auch zum Beispiel essbare Blüten nehmen, Rosenblätter zum Beispiel, die eben nicht behandelt sind, und dann kann man da alles richtig schön dekorieren. Und hier hat es auch diese kleinen süßen Schokoladentäfelchen bei Lidl. Da steht drauf Made with Love und die sind richtig süß. Die kommen da jetzt auch noch drauf. Richtig süß. So kann der Valentinstag jetzt kommen. Die Torte stelle ich jetzt bis zum Verzehr kalt und dann werden wir sie verkosten. Ach ja, Tolga, bist du mein Valentine? Ja. Einmal Rosen für dich. Oh, danke. Alles Gute zum Valentinstag. Dir auch. Mhm. Danke. Valentinstag ist immer schön. Ja, das stimmt. Ich finde, das Liebe. Ist ja das ist ein Tag, an dem man alle Menschen Liebe schenken sollte. Ja. Gell? Ja. Nicht nur an dem einen Tag, aber an vielen Tagen. Ich liebe dich sehr. Ich dich auch. Mm. Ich habe Kuchen für dich. Oh, der sieht so schön aus. Ja. Mhm. Da freut sich, glaube ich, jeder drüber. Ich glaube auch. Spätestens dann liebt die Person euch. Wenn dann nicht, dann würde ich mir Gedanken machen. Ich mir auch Gedanken machen. Ne? Da würde ich mir dann... Oh. Ja. Oh, wie schön, guck mal, handmade. Ich finde die auch echt süß. Und ich glaube tatsächlich, der schmeckt so richtig luftig locker. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Probier mal. Mhm.
Und? Ist gut? Jetzt muss ich auch probieren. Oh mein Gott. Sally. Richtig lecker. Achso. Oh mein Sally. Wow. Hast du da Tonka drin? Murat würde jetzt wieder sagen, es schmeckt wie ein Fruchtjoghurt. Ja. Und ist immer ein Kompliment. Weißt du, wie das auch schmeckt? Wie ganz früher bei den Bäckern, wo es noch so traditionell gemacht wurde alles. Oh ja. So eine Himbeersahnetorte. Ja. Stimmt, weil so luftig, locker. Boah, die ist richtig gut. Also, wenn ihr Liebe verschenken wollt, wenn ihr auch am Valentinstag etwas Tolles backen wollt oder einfach mal so eine schöne Torte und vor allem eine leckere Torte zubereiten wollt, dann geht jetzt gerne auf lilkochen.de. Da findet ihr das Rezept und schreibt uns gerne einen Kommentar und hinterlasst viel Liebe. Ja. Gell? Ja, genau das wollte ich sagen. Ja. Danke für die Blumen. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Danke für den Kuchen.